Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um die 5 Minuten RAW Challenge, also deine RAW-Dateien, die ich in 5 Minuten bearbeite. Viel Spaß! Ihr habt mir wieder zahlreiche RAW-Dateien geschickt und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Wenn du mitmachen möchtest, dann schick mir einfach über Retransfer eine E-Mail an info@schaeferphotography.de. Da einfach deine RAW-Datei mit dazu packen und dann passt das. Das findest du alles unten in der Infobeschreibung auch nochmal. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn du da mit am Start bist. Ansonsten check mal mein Instagram-Profil aus, stefanschaefer90. Da findest du immer meine aktuellen Bilder, die ich so poste. Das ist im Moment so die einzige Plattform, wo ich meine Bilder eigentlich so regelmäßig poste. Also da kannst du auf jeden Fall mal das Ganze auschecken. Ansonsten, lass uns direkt starten. Ich habe zwei RAW-Dateien wieder hier am Start, die ihr mir geschickt habt. Und wie gesagt, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das erste ist eine Landschaftsdatei hier und das zweite wird diesmal ein Porträt sein. Also falls du da in der Sparte Interesse hast, dann solltest du da auf jeden Fall dranbleiben. Okay, ich packe 5 Minuten auf die Uhr und ich sage mal, los geht's. Das ist jetzt eine Datei, wo wir hier auf der einen Seite sehr, sehr krasse Kontraste haben, nämlich hier den Sonnenuntergang, wo das schon sehr, sehr stark ausgebrannt ist. Ich werde mal versuchen, so viel wie möglich zu retten. Ob das alles funktioniert, ist mal so die Frage. Ich denke mal hier so minus 80 ungefähr kann man machen mit den Lichtern. Und die Tiefen werde ich auch ein bisschen aufhellen, allerdings nicht zu doll. Denn wie du siehst, wenn ich das zu doll mache, ja, dann sieht man viel zu viel von den Steinen. Das soll ja gar nicht passieren, sondern ich möchte hier schon noch viele Schatten haben unten im Vordergrund. Von daher lassen wir das ungefähr mal bei plus 34. Ein bisschen mehr Kontrast kann insgesamt noch in das Bild. Ja, und ich werde auch insgesamt die Temperatur hier noch so ein bisschen anheben. Ich denke mal so 6700 Kelvin. Das passt ganz gut. Die Tone kann man auch noch ein bisschen verstärken. Hier so ins Magenta rein, damit wir hier einfach den Sonnenuntergang noch so ein bisschen mehr betonen. Die Weiß- und die Schwarzwerte, die brauchen wir gar nicht groß anzupassen, denn wie du hier siehst im Histogramm, haben wir sowohl rechts als auch links schon fast Anstöße. Ja, von daher lassen wir die jetzt einfach mal hier so bei 0. Ein kleines bisschen mehr Klarheit kann noch ins Bild, ungefähr plus 10. Und ein bisschen Dunst entfernen packe ich auch noch mit dazu, hier so plus 5, viel mehr brauchen wir hier gar nicht. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt hier mal mit einem Verlaufsfilter arbeiten, damit wir hier noch den Himmel so ein bisschen bearbeiten. Den Verlaufsfilter, wenn ich dabei die Shift-Taste drücke, dann ziehe ich diesen Verlaufsfilter wirklich ganz gerade von oben nach unten. Und da der Horizont hier auch wirklich ganz gerade ist, also hier schon mal ein großes Lob an den Fotografen bzw. die Fotografin, dass wir hier dann tatsächlich einen Himmel haben bzw. einen Horizont haben, der komplett gerade ist. Ich werde hier die Belichtung so ein bisschen weiter nach unten ziehen. Und jetzt wird man hier natürlich das Problem haben, dass wir hier auf der linken Seite diesen kleinen Fels noch haben. Und da werde ich jetzt an der Stelle einfach mal die Tiefen ein bisschen aufhellen. Denn wir haben ja hier nur Tiefen in dem Fels. Der Himmel ist ja hell genug. Ja? Aber da kann ich das Ganze so ein bisschen mit kontern. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich könnte das Ganze auch ausmaskieren hier mit den Bereichsmasken oder ich pinsel das Ganze auch wieder rein. Aber in dem Fall ist es ganz einfach hier das Ganze mit den Tiefen einfach so ein bisschen zu kontern. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ich werde jetzt hier auch noch so ein bisschen mehr Blau wieder reinbringen, also die Temperatur hier so ein bisschen ins Negative ziehen, damit wir hier einfach im Himmel auch noch so ein paar mehr Blauwerte drin haben und so ein kleines bisschen nehme ich die Tönung auch noch zurück. Das heißt, so ein paar mehr Grünwerte kommen hier mit rein, beziehungsweise ich ziehe das Magenta hier in dem Himmel so ein bisschen raus, damit wir hier einfach ja, so ein bisschen mehr Farbspektrum noch im Himmel haben. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und dann klicke ich hier einmal auf Schließen, beziehungsweise auch hier unten auf Fertig, kann ich auch gehen. Und dann passt das. Als nächstes gehe ich hier mal die Gradationskurve rein und ich möchte hier die Schwarzwerte noch so ein bisschen ja, ins Positive ziehen. Also hier einfach das Ganze so ein bisschen diesen Matt-Look noch dazugeben. Dafür werde ich jetzt hier aber in den Schatten das Ganze wieder so ein bisschen kontrastreicher gestalten. Ja, also die Schwarzwerte, die ziehe ich nach oben, aber die Schatten, die ziehe ich wieder so ein bisschen nach unten. Und damit kriege ich hier einen schönen Kontrast in das Bild und hier oben die Weißwerte ziehe ich auch noch ein bisschen weiter nach unten, aber dafür wieder die Lichter so ein bisschen nach oben, damit wir hier ein bisschen Kontrast aufbauen, aber insgesamt so ein bisschen Matt-Look haben. Gefällt mir gut. Als nächstes gehe ich in die HSL-Tabelle hier rein und werde hier die Farbtöne noch so ein bisschen anpassen. Also die Rottöne werde ich so ein bisschen mehr Richtung Orange ziehen, die Gelbtöne auch ein bisschen mehr Richtung Orange und die Orangewerte an sich, ja, ein kleines bisschen mehr Richtung Rot.
Dann werde ich auf jeden Fall die Luminanz, also die Helligkeiten von dem Blauwert noch so ein bisschen nach unten ziehen, damit ich hier in dem Himmel noch so ein bisschen mehr Details reinbekomme. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Die Aquamarintöne können wir auch noch so ein bisschen nach unten ziehen. Und die Orangewerte, die Rotwerte und die Gelbwerte ziehe ich auch noch so ein bisschen runter. Und dann kriege ich hier vielleicht noch so ein paar mehr Details aus dem Himmel raus. Ja, nicht viel, aber so ein bisschen. Die Teiltonung werde ich auch noch aktivieren hier. Die Lichter, die färbe ich auch so ein bisschen ja, wärmer ein. Da gibt es dann so ein bisschen mehr Sättigung hier. Und die Schatten, die werde ich so ein bisschen Richtung Blau einfärben. Da kriegen wir einfach so noch so eine schöne Cross-Entwicklung drüber. Und je größer ich hier die Sättigung ziehe, siehst du schon, umso schöner wird das Bild. Also das gefällt mir schon richtig gut. Natürlich schärfen wir das Bild auch noch. Ja? Also meine Details stelle ich hier auf ungefähr 90 und mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze wieder aus, dass wir hier wirklich nur die Steine im Vordergrund und so ein bisschen die See schärfen. Aber den Himmel, den braucht man nicht großartig schärfen. Und die Objektivkorrektur bzw. die Profilkorrekturen werde ich natürlich auch noch anwenden. Die chromatische Aberration werde ich noch entfernen. Ja, so ein kleines bisschen ist das Bild heller geworden. Dafür gehe ich nochmal in die Effekte rein und werde jetzt hier eine kleine Vignette noch um das Bild herumlegen, damit wir hier tatsächlich dann auch den Betrachter wieder so ein bisschen mehr in den Bildmittelpunkt leiten. Und an der Stelle noch ein kleiner Tipp. Hier mal diesen Regler Lichter, den könnt ihr mal wieder nach oben ziehen. Und dann siehst du schon, was passiert hier an dem Teil, wo die Sonne ist. Da wird das Bild dann einfach mal nicht abgedunkelt, weil das wird einfach ein bisschen komisch aussehen. Also wir schützen hier quasi unsere Lichter so ein bisschen vor dieser Vignette. Das ist genau das, was wir haben wollten. Perfekt, die 5 Minuten sind auch um. Ich zeige dir jetzt einmal ein ganz kurzes Vorher-Nachher. So sah das Bild vorher aus und wir haben das daraus gemacht. Also ist eine ganze Menge passiert, wie ich finde. Ja, und ich denke, da konnten wir schon eine ganze Menge rausholen. Super, das gefällt mir schon mal richtig gut. Dann gehen wir direkt zum zweiten Bild. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Porträt. Da bin ich selber sehr gespannt, wie ich da performen werde, weil ich bin jetzt nicht der klassische Porträtfotograf. Ich fotografiere zwar Hochzeiten, aber so diese Standardporträts, die mache ich eher selten. Von daher kannst du jetzt mal genauso gespannt sein wie ich, wie das Ganze funktioniert. Ich packe 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. Und ich würde sagen, ja, so ein kleines bisschen kann man die Tiefen hier aufhellen. Und die Lichter, die werde ich diesmal nicht abdunkeln, sondern auch noch ein kleines bisschen heller machen. Ein bisschen mehr Kontrast gebe ich in das ganze Bild. Und von der Klarheit gebe ich so ein bisschen ins Negative, weil ich die Haut so ein bisschen, so ein kleines bisschen weicher machen möchte. Ja, das ist immer so, Porträts, weiche Haut, kann man schon mal machen. Genau. Die Dynamik nehme ich auch ein kleines bisschen raus, wobei das Bild jetzt nicht sonderlich gesättigt ist, aber ein kleines bisschen nehme ich die Dynamik hier noch raus. Dann gehe ich als nächstes mal in die HSL-Tabelle rein, denn ich finde so insgesamt, dass wir hier den Hintergrund sehr, sehr stark gesättigt haben in den Gelbwerten. Das gefällt mir nicht ganz so sehr. Also ich werde als erstes mal die Gelbwerte so ein bisschen weiter Richtung Orange ziehen und die Rotwerte auch so ein bisschen Richtung Orange. Und dann von der Sättigung nehme ich hier das Gelb einfach mal so ein bisschen raus. Und ich habe jetzt so ein bisschen Sorge, dass ich die Hauttöne hier zu weit damit betreffe, aber das passiert gar nicht. Also wenn du jetzt hier mal guckst, wenn ich diesen Regler nach unten drehe, dann passiert mit den Hauttönen relativ wenig. Die Haarfarbe wird damit betroffen und der Hintergrund. Den Hintergrund, den will ich einfach so ein bisschen entsättigen. Die Haare, das ist so noch okay. Ja, das darf man natürlich nicht zu doll machen, sonst verfälscht man das Bild zu doll. Aber so in dem Umfang, denke ich mal, passt es schon noch ganz gut. Ich werde auch hier dieses Bild schärfen, auch hier wieder so meinen Standardbetrag von 90 ungefähr, mit gedrückter Alt-Taste werde ich das Ganze maskieren, sodass wir hier wirklich nur noch die Haare, die Augen und so weiter schärfen, ja, aber halt nicht den Himmel zum Beispiel oder den Hintergrund. Auch hier wieder Profilkorrekturen aktivieren, chromatische Aberration entfernen, auch das ist ganz wichtig und ich werde auch hier wieder eine Vignette erstellen, um den Betrachter hier so ein bisschen mehr natürlich auf das Gesicht zu lenken, also auf den Bildmittelpunkt. Ja, das ist ja ganz klar hier in dem Fall die Person. Und von daher will ich den Betrachter natürlich da auch auf das Gesicht lenken. Okay, so, ich glaube, was ich jetzt machen werde, ist tatsächlich, dass ich ein bisschen Dodge and Burn anwende. Dodge and Burn, also mal mit Licht, falls ihr das noch nicht sagt, auf jeden Fall mal auf meinem Kanal gucken. Dazu gibt es auch schon ein Video. Ich habe das aber immer in Photoshop gemacht. Jetzt probiere ich das Ganze mal in Lightroom aus. Dafür werde ich jetzt hier den Korrekturpinsel mal nehmen. Ich werde als erstes mal hier in das Bild weiter reinzoomen, dass wir hier wirklich das Gesicht haben. Dann werde ich den Korrekturpinsel hier nehmen und als erstes hier mal meine Belichtung auf plus 30, 0,3 hier ungefähr stellen. Alles andere lasse ich mal so bei 0. Ganz wichtig ist auch noch, automatisch maskieren nehme ich hier raus. Ja. Und dann kann ich hier mit meiner Pinselgröße ein bisschen variieren und dann male ich jetzt hier einfach mal ein bisschen Licht in das Bild rein. Und es wird jetzt am Anfang vermutlich relativ stark sein. Ja, du siehst es schon. Es ist relativ stark.
Das kann ich ja aber dann im Nachhinein hier immer noch wieder zurücknehmen. Wichtig ist erstmal nur, dass ich gut sehe, wo ich gemalt habe, damit ihr auch gut seht, wo ich gemalt habe. Ja, also ich fange jetzt hier erstmal unter den Augen so ein bisschen an. Ja, also diese klassischen Augenringe kann man damit so ein bisschen beseitigen. Ich will sie nicht komplett wegbringen, aber so ein bisschen einfach die Augenringe wegmachen. Dann haben wir hier natürlich die Wangen, die kann man auch mal so ein bisschen aufhellen. Ja, die stehen ja immer so ein bisschen hervor. Das bedeutet, alles, was so ein bisschen hervorsteht, kann man auch ein bisschen heller machen, damit man das Ganze ein bisschen 3D-mäßiger hier modellieren kann. Ja, also hier so unter den Augen, die Wangen und so weiter, das ist alles so der Bereich, den man hier noch so ein bisschen im Porträt aufhellen kann. Genauso den Nasenrücken, den werde ich auch hier noch ein bisschen aufhellen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt alles viel zu doll, nicht erschrecken. Und hier unten das Kinn, das mache ich hier auch noch ein bisschen heller. Ja, das kann man hier einfach mal so schön rüber malen. Okay, das waren jetzt die Parts, die ich heller gemacht habe. Und jetzt werde ich hier einen neuen Pinsel hier erstellen und diesmal die Belichtung mal nach unten drehen. Ja? Und jetzt fange ich hier an, zum Beispiel unter den Wangen. Hier kann man das Ganze so ein bisschen abdunkeln. Und dann wird das ganze Bild gleich ein bisschen, das ganze Gesicht gleich ein bisschen plastischer. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Ja, also ich möchte hier tatsächlich ein bisschen mehr diesen 3D-Effekt in das Bild noch mit reinbringen. Das gefällt mir so schon ganz gut. Hier unter dem Mund direkt kann man das auch noch so ein bisschen abdunkeln. Und dann zum Beispiel hier auch die Augenbrauen. Dafür werde ich jetzt hier mal meinen Pinsel kleiner machen. Und dann hier einfach mal nochmal über die Augenbrauen drüber malen. Hier und hier. Und genauso könnte ich das jetzt hier zum Beispiel auch bei den Augen machen. Ja, auch da ein ganz kleiner Pinsel. Und dann hier die Augenlider so ein bisschen abdunkeln. Also gerade da, wo die Damen sich immer so ein bisschen schminken zum Beispiel, da kann man das Ganze dann noch ein bisschen verstärken, indem man hier diese Bereiche so ein bisschen abdunkelt. Ganz wichtig ist, nicht direkt über die Augen malen, sondern wirklich nur außenrum. Ja, und jetzt kann ich das Ganze hier so ein bisschen wieder zurückstellen auf ungefähr so, ja, minus 0,2 ungefähr. Und genauso mache ich das jetzt mit dem anderen Pinsel hier auch noch, den habe ich ja noch gar nicht zurückgestellt. Auch hier muss ich das Ganze so ein bisschen zurücknehmen. Und jetzt habe ich nur noch 5 Sekunden, aber eine Kleinigkeit möchte ich noch machen. Ich möchte hier einmal einen Radialfilter nehmen und dann nochmal die Belichtung so ein bisschen hochdrehen, ungefähr 0,3 und damit hier noch die Augen so ein bisschen auffällen. Also das muss auf jeden Fall noch sein. So viel Zeit müsst ihr mir noch geben. Ja, hier einmal das Auge und natürlich auch das Auge, dass die einfach hier noch so ein bisschen aufgehellt werden. Okay, jetzt klicke ich hier einmal auf Fertig und ich glaube, es wird jetzt nicht so der Mega-Effekt sein. Aber ich zeige jetzt mal das vorher. So sah es vorher aus und so sieht es jetzt danach aus. Und ich finde, gerade wenn man jetzt mal so aufs Gesicht guckt, haben wir schon eine ganze Menge erreicht. Also das Ganze ist schon so ein bisschen 3D-mäßiger geworden. Wir haben das Gesicht ein bisschen mehr betont. Ja, was mir jetzt noch auffällt, das könnte ich jetzt hier nochmal machen an der Stelle. Wir hatten ja jetzt hier wir hatten sogar zwei Pinsel. Ich gehe nochmal in die Nachher-Ansicht rein. Und ich hatte jetzt hier den dunklen Pinsel und da werde ich jetzt hier nochmal so ein bisschen nachmalen hier an den Rändern von der Nase. Denn wenn man das macht, wenn man hier an den Rändern so ein bisschen abdunkelt und auch den Nasenrücken so ein bisschen aufhält, dann macht man damit die Nase ein bisschen schmaler. Ja? Ich klicke jetzt hier nochmal auf Fertig. Jetzt nochmal vorher und nachher. Und jetzt siehst du, wie viel schmaler die Nase dadurch geworden ist. Also das ist auch so ein kleiner Trick, wie man so ein bisschen ja, das Gesicht noch modellieren kann im Nachhinein. Wie gesagt, musst du einfach selber entscheiden, wie doll du das machst. Aber das war jetzt mal so ein kleiner Versuch, hier in Lightroom tatsächlich ein Porträt zu bearbeiten mit Dodge & Burn. Es funktioniert nicht optimal, vielleicht sollte man es eher in Photoshop machen. Aber das war ja jetzt genau diese Challenge hier. Und ja, das ist das, was bei rumgekommen ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du natürlich noch Fragen oder Anregungen hast, einfach in die Kommentare damit. Ansonsten kannst du beim nächsten Mal auch gerne mit dabei sein, einfach mir deine Bilder zuschicken. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!